Aber die Betten sind hier alle bis jetzt ziemlich ordentlich. Und hier ist schon. Ich habe mir zur Inspiration, zur Deko-Inspiration, eine schöne Wohnenzeitschrift. Das ist blöd, oder? Dahinter? Ja, dann sieht man das schöne Holzbett nicht mehr. Susi dekoriert gerade für mich, weil ich bin da nicht so fair rum. Ich taste mich noch ran. Wir machen Fotos fürs Buch und wir fangen im Schlafzimmer an und dekorieren hier gerade für die Fotos ein bisschen rum. Also wir machen einmal das ganze Schlafzimmer und dann so ein paar Details noch. So, als erstes hätte ich gerne eine totale. Und du musst mir kurz mal zeigen, was da alles auf dem Foto drauf ist, weil wir müssen eventuell noch Glühbirnen austauschen. Die müssen wir auf jeden Fall austauschen. Elena, seit wann bist du Fotografin? Seit heute. Gut, dann löschen wir die anderen. Das letzte ist es. Ich suche etwas, was aussieht wie ein Tablett. Wir besitzen keins, weil wir eigentlich nie eins brauchen. Aber fürs Foto wäre es jetzt gerade ganz schön, eins zu haben. Wir hatten sehr große Startschwierigkeiten mit diesem Shooting. Und wir werden langsam warm. Es wird. Ich bin mittlerweile zuversichtlich. Wir machen jetzt weiter Fotos für das Buch. Und zwar machen wir heute ein All-Time-Favorite-Projekt von mir, weil es so schön einfach und vielseitig einsetzbar ist. Das ist das, was wir mal als für unsere Wohnung mal als Schuhregal gemacht haben. Und für Ellas Küche, ihre alte Küche, für so Aufbewahrungsgläser. Und das machen wir jetzt nämlich auch für unsere Küche als Aufbewahrung für so Trockensachen, also Haferflocken, Reis, Nudeln und so weiter. Ich habe zu wenig Material irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum ich dachte, ich komme mit diesem Brett hin. Das war so ein völliger Hirnfurz. Deswegen können wir das Projekt jetzt gar nicht weiter shooten, sondern müssen erstmal in den Baumarkt und so ein Brett besorgen. Und ich habe hier jetzt schon mal eine Skizze gemacht, wie das am Ende aussehen soll. Wir machen es uns besonders einfach. Wir haben rechts und links zwei Seitenwände und alle Regalböden, egal ob oben oder in, oben und unten oder in der Mitte, werden einfach dazwischen geschraubt. Das ist die einfachste Variante. Warum mache ich mir eigentlich morgens die Haare? Also ab jetzt kann man es, glaube ich, wirklich einfach lassen, wenn es draußen immer feucht ist. Weil, also was ist das hier? Egal, das ist die eine Seitenwand. Die schneide ich jetzt unten ab, sodass sie die Höhe hat, die ich brauche, also die Länge. Und ich habe Höhe gesagt, weil ich schon in Regalform denke. Und dann schneide ich die zweite und dann die Regalbretter. Heute ist nicht mein Tag. Ich hatte heute Morgen irgendwie schon schlechte Laune, als ich aufgestanden bin. Das Wetter hat mich genervt. Ich habe krass schlecht geschlafen, was ich sehr oft tue in letzter Zeit. Dann war ich gerade im Baumarkt, weil ich nicht genügend Material hatte. Im Baumarkt habe ich die Parkkarte verloren. Richard wird jetzt wieder den Kopf schütteln. Hab sie zum Glück wiedergefunden. Aber diese ganzen Sachen summieren sich dann immer so, dass man sich denkt, ach komm, ey, ich leg mich einfach ins Bett. Das ist doch schon mal sehr schön. Eigentlich komplett vorbereiten. Die Fotos kann man ja auch faken. Also da müssen ja nur die Schritte erklärt werden. Dafür muss man sie ja nicht komplett machen. Ne? Wir faken nie was. Na, wie gefällt euch der Puschel hier? Quatsch machen. Siehst du? Das ist nämlich irgendwie jetzt schon komisch. Ja, weil ich einfach das falsche Bild angezeichnet habe, ne? Kann ja auch passieren, aber es stimmt trotzdem nicht. Ach, wisst ihr was? Also das ist das falsche Brett und es stimmt. Also das ist ja... Ja, so richtig bescheuert.
Ich sag doch, es ist nicht mein Tag heute. Und ich mache das jetzt nämlich einfach so. Die liegen hier schön auf Kante und die Markierung übertrage ich jetzt einfach. Warum sich das Leben schwer machen, ne? An solchen Tagen sollte man solche Projekte auf jeden Fall eigentlich lassen. Aber... Hast du meine Story gesehen von Papa hin im Baumarkt? Dicker und länger wäre schöner, aber man kann nicht alles haben. Und ich glaube, das wird auch ganz schön bei uns in der Küche aussehen. Ich baue das jetzt erstmal zu Ende und ich überlege, ob ich das dann noch behandle mit dem Arbeitsplattenöl von Osmo. Ich weiß gar nicht, ob ich davon noch was habe. So sieht übrigens voll Marie Kondo-mäßig meine, meine Schublade aus mit den Farbutensilien. Das kann man ja keinem zeigen, ne? Aber hier sieht es schon, das ist schon besser. Das kann man machen, oder? Das ist okay. Es ist jetzt eigentlich so 3 Schritte vor dem ersten, aber kann man ja schon mal gucken. Ist das das überhaupt? Nee, das ist das gar nicht. Und ich fürchte fast, wir haben das nicht mehr. Schade. Eigentlich geht das auch gar nicht alleine. Eigentlich müsste Richard mir jetzt helfen. Aber selbst ist die Frau, vielleicht kriege ich es auch so hin. Habe ich überhaupt schon erklärt, wie das Ding funktioniert? Ich meine, es ist sehr selbsterklärend, ne? Man überlegt sich, wie hoch das sein soll. Macht 2 Seitenwände, überlegt sich auch vorher, wie groß diese Fächer sein sollen. Was ganz wichtig ist, woran man natürlich denken muss, ist die Breite der Bretter, also die Dicke der Bretter. Das muss man natürlich dann abziehen von seiner Fachhöhe, nicht, dass ihr das vergesst und das könnte mir ohne Probleme passieren. Und dann sind eure Fächer nicht groß genug und ihr kriegt eure Gläser da nicht bequem rein. Das wäre blöd. Aber ansonsten einfach alle Regalbretter in der gleichen Länge, 2 Seitenwände in der gleichen Länge und fertig ist das Ding. Ich habe das oberste Fach ein bisschen kleiner gemacht. Ein bisschen, habe ich? Also eigentlich war der Sinn, dass eins ein bisschen kleiner ist, weil ich habe eine kleine Größe von Gläsern und eine größere Größe und deswegen dachte ich, nur oben kommen die kleinen, weil man hat nicht so viel, nicht so viele Vorräte, die in so kleinen Packungen, Gläsern Platz finden, deswegen lieber mehr größere. Aber ihr könnt es natürlich auch alles gleich machen. Du musst mich immer filmen, wenn ich gerade den Mund voll habe eigentlich. Trick 17. Da meint man, das Gummi schön geschmeidig durchs Loch wedeln kann. Ich habe es heute irgendwie mit meinem pubertären Humor. Mache ich hier so ein Tape drum, damit die Enden nicht so ausfransen. Das machen wir am Schluss wieder ab. Und jetzt wird gefädelt. Das Projekt ist ja eigentlich echt einfach, aber es setzt gewisse Skills vor allem im Messen voraus. Und da habe ich ja regelmäßig meine Schwierigkeiten. Obwohl ich sagen muss, auch das ist über die Jahre etwas besser geworden. Wir fotografieren weiter für das Buch. Und ich werde hier noch zum Interior Decorator. es ist alles nicht so einfach, das habe ich ja gestern schon gesagt, aber dieses Hindrapieren und so, dass es schön aussieht, aber nicht zu gestellt und so, das ist alles gar nicht so easy. Ist auch geil, dass die Geschirrtücher, die ich jetzt bräuchte, gerade in der Waschmaschine sind und ganz viel Geschirr und Besteck, was ich brauche in der Spülmaschine. Das war irgendwie jetzt nicht so gut geplant. So, nächstes DIY. Ich mache mit, wenn ihr das seht, habe ich mitgemacht bei einer Challenge auf Instagram und zwar von der lieben Izzy. Der Account von ihr heißt Mom of 4 Girls und die macht eine Kids Stuff We Love Challenge. Und das Thema ist Outdoor, also es ist eine Outdoor-Challenge. Deswegen habe ich mir ein Outdoor-Spiel überlegt für Kinder.
Das wird aus sehr interessanten Materialien gemacht. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob dieses Brett, das hatte ich noch übrig, überhaupt dick genug ist für meine Zwecke. Aber wenn nicht, ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Dann kann ich nämlich auch das irgendwie doppelt nehmen und zusammenschrauben. Aber das gucke ich mir jetzt gleich mal an. Die Idee ist ein Balance-Spiel. Man checkt es, glaube ich, nicht. Ihr müsst weiter gucken, damit ihr seht, was es ist. Es ist eigentlich ganz einfach. Wir brauchen jetzt erstmal so eine Art zwei Trapeze. So, wir kommen dem Ziel näher. Ich schneide das jetzt, dieses Stück, noch in der Mitte durch. Dann haben wir schon mal die zwei Teile, die wir brauchen. Und dann habe ich mir eigentlich so eine Art Trapez vorgestellt, beziehungsweise so ein eher rundes Ding. Man soll sich ja nicht verletzen können, beziehungsweise das Verletzungsrisiko minimal halten. Dann säge ich die Löcher aus. Das sieht doch schon gut aus. Nachdem ich den letzten Vlog gesehen habe, dachte ich, ich muss irgendwie mehr darauf achten, dass ich immer schön gestylt bin, wenn wir filmen. Weil ich dachte, wie sehe ich denn aus? Okay, da waren jetzt auch Szenen dabei, wo ich einfach ungeschminkt war vor diesem Fotoshooting und so. Das ist eine Sache. Aber diese Haare immer, und jetzt sehe ich schon wieder so aus. Vielleicht wird sich das niemals ändern, aber ich war schockiert. September und wir machen weiter Fotos fürs Buch. Wir müssen es irgendwie gerade so blöd stückeln. Ich hätte es lieber in einem Rutsch gemacht. Aber es geht halt mit Aber nicht, weil wir und mit Richards Projekt auch nicht. Richard muss immer nachmittags weg und Aber verzögert auch immer das Ganze ein bisschen, weil wir uns halt nebenbei um sie kümmern müssen und so. Deswegen ja, verteilen wir das jetzt auf viele Tage und machen heute mal weiter. Wir haben das Küchenregal gestern fertig gemacht und räumen das jetzt mal ein und fotografieren das. Ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, kaum Vorräte, die wir da reinfüllen können, ehrlich gesagt. Boah, ist das aufwendig, ey. Wir sind gerade seit 3 Stunden einfach beschäftigt, ein einziges Foto zu machen, nämlich das Endergebnis von diesem Regal. Da muss man einfach so viel vorbereiten. Wie fotografieren wir den denn, Richard? Heute ist alles besser, weil meine Haare gemacht sind. So, ich mache in letzter Zeit meine Haare wirklich oft. So, weil wir ständig irgendwelche Fotos machen und ich einfach immer unzufrieden bin, wenn ich es nicht mache. So, ich finde es immer so ein bisschen albern, wenn ich Leute in ihrem Alltag... Es soll jetzt nicht so klingen, als würde ich mein Kind unbedingt abschieben wollen, aber ich glaube, für uns alle ist es besser, wenn Ava bald in die Kita geht. Wirklich. Also nicht nur für uns, weil wir dann einfach entspannter arbeiten können, sondern weil ich... Habe ich schon ganz oft erzählt, ich weiß. Aber ich stelle einfach regelmäßig fest, dass sie... Die Gesellschaft von anderen Kindern braucht. Gestern auf dem Spielplatz war es auch, sie spielt mit einem Messer. Rabenmutter! Es ist zum Glück ein sehr stumpfes Messer, es ist nicht so gefährlich, aber trotzdem. Nein, nein, nein. Und die Schere aus. Welcome to the DIY-Haushalt.
kann man doch nicht zeigen hier, dass ich das Essen von gestern esse. Noch nicht mal selber gekocht. Zwei Löffel zum Frühstück. Mach mir gleich ein alkoholfreies Bier auf. Wir fotografieren heute zwei kleine Mini-DIYs. Das eine habe ich schon mal in einer Story gezeigt. Ich habe es auch schon vorbereitet. Ich zeige es einfach nochmal. Total selbsterklärend. Das ist so ein Deckel von irgendeiner Schachtel einfach. Und da habe ich jetzt Klopapierrollen in Hälften geschnitten und zusammengeklebt. Ursprünglich hatte ich das einfach nur mit Büroklammern fixiert. Jetzt habe ich es aber doch nochmal zusammengeklebt, weil das einfach hübscher aussieht. Und das ist so eine super einfache Möglichkeit, seinen Bastelkleinkram zu sortieren. Also wenn ihr so, ich zeige euch das gleich, wenn man so Reste hat von irgendwelchen Schnüren und Bändern oder kleine Ketten oder sowas, dann kann man das wie in so einem kleinen Setzkasten einfach ganz gut sortieren. Und das fotografieren wir heute. Richard und ich haben übrigens beide festgestellt, dass wir nicht so die Fans vom Fotos machen sind. Irgendwie liegt uns Video mehr. Alles so, bis man ein Motiv hat, was irgendwie geil ist, dauert es einfach ewig. Das ist das Problem, wenn man alles, was ja eigentlich auch gut ist, alles in der Werkstatt hat, hat man halt nicht spontan mal das, was man braucht. Auf jeden Fall ist dieses Ding jetzt fertig und ich habe gerade, also fertig geklebt. Ich habe gerade festgestellt, dass dafür diese kleinen Wäscheklammern, keine Ahnung, wofür ich die mal gekauft habe, sich super eignen, um das zu fixieren, während der Kleber trocknet. Das trocknet jetzt und dann haben wir hier so einen schönen Sortiereinsatz für Kleinteile. Während das trocknet, fangen wir schon mal mit dem nächsten Mini-DIY an. Das ist auch wirklich mini, aber könnte ganz praktisch sein. Was wir jetzt machen, sind Schubladeneinsätze aus Pappkartons. Hat ja jeder zu Hause, der sich regelmäßig irgendwelche Sachen bestellt und liefern lässt. Und so kann man das ganz gut weiterverwerten. Ich habe es auch schon vorbereitet. Gestern Abend saß ich hier alleine im Wohnzimmer vor dem Fernseher und habe das vorbereitet. Du bist relativ oft alleine abends, oder? Ich bin sehr oft alleine. Eine Runde Mitleid. Mein Freund hat andere Dinge zu tun. Und deswegen kann ich Schubladeneinsätze aus Pappe basteln. Es lohnt sich immer, sich zu überlegen, wofür der Einsatz sein soll und dann die Höhe davon abzunehmen. Es ist Herbst, es regnet den ganzen Tag. Das heißt, wir sind drin. Die Maus klettert auf Leitern rum. Die Leiter habe ich hier hingestellt, weil wir jetzt so Sachen anpacken können, die wir schon ewig vor uns herschieben. Wir haben ja das Wohnzimmer ein bisschen umgestaltet. Also ich, Richard hat sich gestern darüber aufgeregt, dass ich immer unzufrieden bin, dass ich immer Sachen verändern muss. Was sich nämlich hier verändert hat, ist, abgesehen von den Stühlen, die ihr im letzten Vlog gesehen habt, die Bilder aus dem Schlafzimmer sind ins Wohnzimmer gezogen, weil wir im Schlafzimmer ein neues Bild haben. So, und die stehen jetzt hier so blöd auf der Couch. Außerdem haben wir eine neue Lampe, die in diese Ecke soll. Da hängt jetzt seit einem Jahr fast, kurz vor Weihnachten letztes Jahr haben wir die aufgehängt. Und den ganzen Sommer und den ganzen Frühling und alle Jahreszeiten, die nicht Weihnachten sind, hing das Ding da auch. Das heißt, es ist Zeit für eine zeitlose Alternative. Obwohl, jetzt wäre schon wieder die Zeit, das Ding hängen zu lassen. Aber ich möchte nicht. Ich möchte nicht mehr. Ich habe Lust auf saisonale Deko. Aber jetzt ist erstmal Herbst und noch nicht Weihnachten. Und dieses Jahr werde ich dieses Teil nicht nochmal aufhängen. Schon 80 Mal benutzt und jedes Mal frage ich mich wieder, wie dieses On-Off-System funktioniert. Ich liebe die eigentlich, ne? Aber ich hoffe, wir haben einen Phasenprüfer. Der ist natürlich jetzt zwingend notwendig. Kann man auch keinem zeigen, ne? Das ist hier unser Hauswerkzeugkasten.
aber hier ist genau, was ich brauche. Und das. Der Anschluss ist in der Mitte des Raumes und ich möchte eigentlich nicht ein Kabel von da in die Ecke ziehen. Deswegen mache ich das jetzt einfach so, dass ich das Kabel, was ich hier vorher an der anderen Fassung befestigt hatte, hier befestige. Dann habe ich nämlich immer noch mein Steckerkabel, kann den Baldachin einfach so an die Decke hängen und dann ist das Problem gelöst. Also ich habe dann auch einfach den Strom aus der Steckdose und nicht aus dem Deckenanschluss. So Lampengeschichten und so ist ganz oft, dass sich Frauen da nicht dran trauen und das immer ihre Männer machen lassen. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Guckt euch ein paar YouTube-Videos an und dann habt ihr es verstanden. Wenn ihr Schiss habt, nehmt immer natürlich die, oder allgemein, wenn mit Strom und so, immer die Sicherung raus, dann kann euch auch nichts passieren. Und traut euch einfach. Eure Männer können das auch nicht besser. Die tun meistens nur so. Dübel rein und dann das Metallteil und die Schrauben befestigen. Und dann kann man den Baldachin an dem Metallteil an der Decke befestigen. Und dann ist eigentlich schon fertig. Fertig! Endlich! So, jetzt nur noch die Bilder. Sie hängen! Endlich! Ach. Dass man sowas immer ewig vor sich her schiebt, ne? Und es fühlt sich so gut an. Und es sieht so tausendmal viel besser aus, wenn Sachen einfach fertig sind. Aber man schiebt es trotzdem immer auf. Ha? Ich bereite gerade das Video für morgen vor, also das, was wir morgen drehen. Ich war schon bei Modulo. Habe versucht, Wachs zu bekommen, habe keinen Wachs bekommen. Deswegen muss ich jetzt selber Wachs irgendwie hier herstellen aus so Ikea-Kerzen. Das heißt Wachs herstellen. Ich muss Kerzen, die eine Kerzenform in eine andere Kerzenform umwandeln. Lass mich doch einfach auch mal nicht so immer so unmöglich aussehen. Hatten wir das nicht letztens mit den Haaren so? Dabei habe ich meine Haare doch heute sogar gemacht. Am Rest sieht man nicht, dass irgendwas gemacht ist. Aber ich bin auch offiziell einfach noch krank. Ich habe mich dann nach unserem Urlaub direkt schön fett erkältet. Aber es muss alles weitergehen, ne? Da kommt jetzt noch Wachs dazu. Wachs mit Farbe. Ach, Hirn, ist es schon spät. Schon wieder voll chaotisch hier. Aber ich habe auch meine Aufräumroutine noch nicht gemacht und Ava hat sich ausgebreitet. Dafür kann ich nichts, okay? Das habe ich noch aus dem letzten Jahr. Da haben wir auch Kerzen selber gemacht. Das sind so ganz viele Wachspigmente, also Wachs, was halt Farbe hat, man als Pigmente benutzen kann. Und doch, da habe ich auch noch so schöne Holzdochte. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass so ein paar Bröckchen davon so viel ergeben. Dann haben wir jetzt schon mal schwarz. Das ganze Video zu den Terrazzo-Kerzen findet ihr hier. Ich habe in dem Video auch Terrazzo-Seifen gemacht, was noch einfacher ist und auch sehr, sehr schön. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und abonniert den Kanal sehr, sehr gerne. Da würde ich mich freuen, wenn ihr mehr zum Thema Home and Living und DIY sehen wollt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen!